Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum LS15 auf der Simrad-Map. Mit dabei der Guten und der Dennis. Jo, hallo. Hallo. Eines der letzten Male. Ja, geht es ist hinzu. Bald vollbracht, das Werk. Meine vielleicht letzte Anmoderation. Ah, ich habe aber eine lustige Idee für die letzte Anmoderation. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Wir lassen ihn nicht weg. Einfach, dann geht's einfach los. Ja. Das ist ja krass. Ich würde jetzt gerne das Förderband verkaufen. Einfach weil das hat Lison immer nur Fehler gemacht. Und jetzt brauchen wir es auf keinen Fall. Hat nur nicht Fehler gemacht. Hat nur so getan. Nicht Fehler gemacht. Hat nur simuliert, ne? Ja. Dann kannst du mir beim Abfahren helfen. Was wollen wir vielleicht du gleich mal Stepper tauschen? Ich fahre gerade Gerste ab. Weizen sind nur 300 Liter drin und die wollte ich jetzt drin lassen. Das ist noch hier für die Viecher. Wenn sie noch rauskratzen. Das ist ja nichts. Und Wert. Ah. Keine Tierchen mehr. In der Hut. In der Hut. Der Hut. Also das ist ja auch dasselbe Gebäude wie vor Holzhausen, ne? Ja. Hier sind allgemein sehr viele. Wo Hallen ist die Gerste nochmal? Ich fahre die hier alle zum Billinger. Ich hab einfach mal hier mit dem Herrn Billinger getalkt und der sagte, yo, schippt mal alles bei mir rein, dann mache ich euch einen guten Preis. Wer Preis ist heiß, ne? Wer Preis ist heiß. Aber die unterscheiden sich, glaube ich, eh relativ unwesentlich. Getreiderotor, wie das heißt, ist der hier an der Seite, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. War es wie gesagt zum Billinger. Nee. Ja, mit deinem geht das nicht. Nee. Ja, habe ich gerade auch feststellen müssen. Ja, also für den Rückwärtssetzer, den du gerade gemacht hast, ne, hätte ich jetzt in der Fahrschule sagen müssen, ja, Herr Fahrlehrer, würden Sie bitte, also ne, ich würde natürlich ihn beim Namen nennen, würden Sie bitte aussteigen und den rückwärtigen Verkehr sichern? Okay. Und ja, das stimmt wirklich. Das heißt wirklich rückwärtigen Verkehr? Und, ja, aber ich muss ihn wirklich bitten, für jeden kleinen Zurücksetzer in der Theorie das Fahrzeug zu verlassen und den rückwärtigen Verkehr zu sichern. Das Geile ist ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber vom Kumpel der Vater, der musste damals LKW-Prüfung irgendwo rückwärts reinsetzen, mit dem LKW halt. Und weißt du, dann, ja, normal ist es dann ja so, dass man dann auch mal eingewiesen wird, ne? So, er Fahrschüler in der Prüfung, der Fahrlehrer muss natürlich sitzen bleiben wegen... Fahrschüler fährt. Also, wer muss aussteigen? Der Prüfer. Nee, normalerweise steigt der Fahrlehrer aus und der Prüfer läuft sitzen. Ja, aber in dem Fall, das ist aber auch schon wieder 20, 30 Jahre her, jedenfalls hat er dann halt eben als Fahrschüler den Prüfer rausgeschickt, dass er ihn einweist. Das fand ich schon relativ lustig. Ja, aber ich muss sagen, ich bin meinen ersten beiden Fahrstunden sehr zufrieden gewesen. Ich mit Wie meinen viele muss man machen mit Anhänger? Auch. 6. Boah, ich werde den wohl nicht mehr machen. Also 5 plus, also wir machen 3 Doppelstunden wahrscheinlich. Mal einfach. Verschiedene Wege führen nach Rom, ne? Nee, aber, ich meine, allein die Aussage zur Mitte der zweiten Fahrstunde, ja, ich weiß jetzt eigentlich nicht so genau, was wir jetzt noch großartig machen sollen, außer durch die Gegend fahren. Fand ich halt ganz witzig. Ja. Wo hast du sowas hier wie Schneidewerk abgestellt? Das steht hinter dem Lager. Achso. Ach, du machst gerade Körner Mais? Okay, dann ich mach einfach mal hier. Ist ja mir direkt egal. Reich mir um das Gebäude herum. Wir haben doch insgesamt schon richtig Kubikmeter gemacht. Ja. So. Einen abverkaufen, dann ist man wieder hier ein Rich Bitch. Nee, aber, da merkt man doch, was das bringt, wenn man damals hier mit dem Catcar, weißt du, mit Anhänger hinten dran schon mal rückwärts gestoßen hat, ne? Ja, das habe ich auch gemacht. Mein Vater hat mir damals sogar einen Anhänger gebaut. Ja. Der war einfach um einiges besser als der Originale. Ja, ich habe auch mit meinem Vater zusammen einen gebaut. Der war echt cool. Der wird sogar hier bei mir auf der Straße noch genutzt. Den haben wir mal an die Jungs. Mein alter Drehtrecker wird hier auf der Straße auch noch benutzt. Den habe ich weiterverkauft. Eine Nachbarin verkauft und die hat den 5 Jahre später nochmal weiterverkauft. Und jetzt wurde das Ding nochmal weiterverkauft.
Und immer auf der gleichen Straße? Also im Endeffekt, ja, cool. Das letzte Stück zu mir ist ja so eine Sackgasse, ne? Ja. Und die komplette Sackgasse auf der linken Seite hatte schon mal diesen Trecker. Okay. Nee, aber bei mir jetzt echt funktioniert. Ich meine, mündliche Abiturprüfung habe ich ja auch ganz gut gewuppt, ne? Habe ich auch noch nicht erzählt, jetzt hier. War es jetzt noch 184.000, die hier drin waren, oder waren es 18.000, die hier rein? Keine Ahnung. Waren an Raps, egal. Bin aber gleich da. Sagen, ich fand die Aktion von meinem Schulleiter immer noch arschig. Da waren nur 18.000 hinter. Was denn? Naja, sagen wir mal so, ich hatte meine mündliche Prüfung und ich war eigentlich recht zuversichtlich. Ich hatte am Anfang halt ein bisschen, war ich ein bisschen wackelig unterwegs, weil ich, also muss man sich vorstellen, die mündliche Prüfung... Meine, die Luft war oben so dünn. Also man muss sich jetzt so vorstellen, halt mündliche Prüfung, in Erdkunde hatte ich die. Das war dann quasi erst, also eine mündliche Prüfung ist halt so aufgebaut, man hat erstmal so einen Eigenvortrag und danach hat man noch eine Fragerunde. Mhm. Und ich hatte eben den Eigenpart, drei Aufgaben. Und ich war aber mir eigentlich nur bei Aufgabe 2 und 3 sicher, weil ich den Aufgabenteil 1 eigentlich so gar nicht gelernt hatte und dann wirklich nur so, naja, ich sag mal so, ich hatte zwei Punkte, die ich für plausibel hielt. Sonst war das reines Rätselraten bei mir, deswegen war ich natürlich am Anfang auch ein bisschen unsicher in die Prüfung gestartet. Und das hat sich natürlich auch in einem etwas stockigen Satzbau bemerkbar gemacht, sag ich mal. Naja, und dann halt Fragerunde, halt eigentlich auch ganz gut gelaufen und, waren 184.000 in Talk. Und dann war es so, dann saß ich da erstmal, ich war um 16.30 Uhr vielleicht mit der mündlichen Prüfung fertig, also ich hatte um 16 Uhr angefangen. Und um 17.20 Uhr oder so gab es dann die Noten, höchstpersönlich vom Schulleiter. Und, ich war dann halt der Erste von unserer Dreiergruppe, das wird halt immer in Dreiergruppen gehalten, also quasi das, mal so, man hat ja eine Vorbereitungszeit. Das heißt, der Erste geht in die Vorbereitung, ist dann fertig, dann geht er in die Prüfung, der Zweite geht in die Vorbereitung und wenn der Erste mit der Prüfung fertig ist, geht der Dritte in die Vorbereitung. Das heißt, man hat drei Leute und keiner kann einem anderen quasi was mitteilen, ne? Mhm. Und auf jeden Fall, ich war halt der Erste von uns dreien und gehe dann so rein und muss sagen, der Schulleiter ist für 2 Jahre mein Klassenlehrer gewesen damals, also der kannte mich. Und er sagte so, ja, hallo, Herr Piep. Ich werde es jetzt nicht sagen. Piep. Nicht wie letztens. War denn ihr Gefühl? Ja, also eigentlich ganz gut. Ich bin recht zuversichtlich. Ja, also gut war es jetzt nicht, ne? Aber sehr gut war es schon. Ich dachte mir auch so, ja, danke. Halben Herzinfarkte. Ah, es gab wohl unser Erdkundelehrer, der hat auch dieses Jahr die mündlichen Prüfungen Erdkunde gemacht. Und der hat erzählt, dass die Spanne da teilweise sehr, sehr groß auseinandergeht. Halt von Leuten, die gerade noch so vom Malle-Sauf-Urlaub zurückkommen, nach den schriftlichen Klausuren, nichts vorbereitet, die dann da auch teilweise auch ganz gerne mal so richtig gute Noten holen, ne? Mhm. So Noten, wo du dir denkst, warum sind die überhaupt zur Schule gelaufen? Zu den anderen, die halt voll darüber gehangen haben und dann mal so das Mörder-Ding rausballern, ne? Ja, ja, oder alles wissen, aber nichts rausbringen. Na gut. Natürlich auch immer die Sache mit den Vorträgen. Jo. Ja, man muss aber dazu sagen, also jetzt in meiner Erdkundegruppe ist echt gut ausgefallen. Alles in allem. Aber man merkt halt doch die verschiedenen ja. Vortragetypen? Ja, nicht Vortragetypen. Also ich meine, man hat die anderen Vorträge nicht gehört. So ist es ja, ne? Also man hört ja die anderen Vorträge nicht. Aber man merkt, es gibt verschiedene Typen von Schülern beziehungsweise verschiedene Niveaus, die Schüler haben. Weil ich meine, es gibt so Leute, die kommen da raus und haben eine 3 und brechen da in Tränen aus, weil das ihren Schnitt kaputt macht, ne? Mhm. Und dann gibt es so Leute, die kommen mit dem Grinsen des Todes aus dem Saal des oder aus dem Büro des Rektors, ne? Mit einer 4. Reißen die Arme in die Luft, schreien ihre Freude aus sich heraus und dann kommt die Frage, was war's? 4+. Ja, Hauptsache kein Defizit, ne?
Ja, und dann gibt's wieder so Kaliber 1 plus, ne? 0,7er Schnitt. Nur gelernt. Oh, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Oh, oh. Und dann erstmal da, ne? Die Tränen pullern. Ja, das oder so. Scheiße, nur 13 Punkte. Was soll ich jetzt machen? Das kann ich meinen Eltern nicht zeigen. Na, sowas habe ich nicht erlebt. Sowas habe ich echt nicht erlebt. Das hatte ich auch noch nie. Das hatte ich auch noch nie. Auf meinem Mikrofon sitzt eine Mücke. Und schaut mir in die Augen. Machen gerade Wettstarren. Wollte ich gerade sagen, macht halt mal. Ist wie, bestimmt wie beim Hund. Entweder die fängt gleich an zu bellen oder die geht weg. Ja, eigentlich geil. Bellt die dich an, da kannst du bestimmt hören. Sitzt ja schließlich auf dem Mikrofon drauf, ne? Mhm. Hörst du gleich so ein Wuff? Was? Wuff, hast du gesagt, David? Das war ich nicht. Aber ich bin da eigentlich mit dann relativ relaxed rausgekommen. Dann noch mit dem ganz ehrlich, da kannst du eh nichts mehr ändern. Was willst du machen? Natürlich nicht. Ja, vor allem du bist mit dem Motorrad nach Hause gefahren, hast du ja doch keinen Anzug angezogen? Was? Hast du ja doch keinen Anzug angezogen? Doch, doch. Also bist du auch mit einem Anzug Motorrad gefahren? Nein, ich hatte ja nur das Oberteil. Also Hose habe ich mir erspart. Ich bin mit Jeans. Und ja, gut, Schuhe waren jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Edel, war eigentlich eher sportlich, aber. Ja, so Crossstiefel. Na, Crossstiefel nicht. Also das war dann. Ich weiß nicht, habe ich die Story überhaupt jemals erzählt? Ich glaube nicht. Also ich weiß wo nicht, du, ob es mittlerweile ist, ist ja schon. Doch schon einige Menge an Zuschauern dazugekommen. Ich habe ja letztes Jahr ein dreiwöchiges Praktikum in Hamburg gemacht und auf jeden Fall musste ich auch irgendwie zurückkommen. Und mein Vater hat dann noch die Maschine von meinem Onkel mitgenommen. Auf jeden Fall haben wir das dann als Zweitagestrip gemacht, weil ich halt auch noch von der Arbeit kam und dann nochmal nach der Arbeit abends nochmal 400 Kilometer abreißen. Bei uns dann bis stressig, zumal es auch Regen gab. Auf jeden Fall waren wir dann im Hotel angekommen. Und, ja, ich kenne die. Und Held wie ich bin, habe ich natürlich vorher halt Karton gepackt mit den ganzen Sachen, die man halt per Post nach Hause zurückschickt. Und da habe ich natürlich auch mein normales Paar Schuhe reingepackt, sprich Crossstiefel an und kurze Hose. Vorratsachen, hatte dann eine kurze Hose unter und sind dann auf jeden Fall so Richtung Hotel. Und dann abends wollte man natürlich noch was essen. Sprich, man ist dann eben kurz unten ins hoteleigene Restaurant. Dann, oh, weder Hausstufen noch Schuhe. Was machen wir nun? Ja, also, kurze Hose, T-Shirt und Crossstiefel. Und ab runter. Stell ich mir echt lustig vor. Und dann hast du, kam vor allem, zu Hause so ein riesiges Paket an. Wegen der Größe fällt es ja sowieso schon auf. Ja, da hat man dann echt alle Blicke auf sich gezogen, zumal mit den Stahlkappen, wenn man da nicht so drauf achtet. Das klickert auch immer schön. Klack, 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 klack. Ist auch geil, wenn du vom Mountainbiken so Clicky-Schuhe hast. Ja. Die Klickschuhe, ja. Da habe ich auch einen Experten, der solche Dinger trägt. Mittlerweile nicht mehr, damit hat es mittlerweile eingesetzt. Wo sind die, die noch nicht mal Mountainbiken, aber so Dinger haben? Ja, oder Rennrad fahren oder halt einfach, angefangen. Weißt du? So Leute, die einfach haben, weil sie die schön fanden. Ja, ne, bei ihm war es halt eben so, der hatte halt eben gerade mit Mountainbiken. Normale Pedale, aber Clickies. Ja. Alles schon gesehen. Ja, ne, in dem Fall bei ihm ist es halt nur so, er hat halt eben die direkt zum, wo er das Mountainbike geholt hat, direkt Klickpedale dazu. Ja, ist auch vernünftig. Hat er mittlerweile eingesehen und abgeschraubt, aber weißt du, weil der ist, das war halt eben ganz lustig dann so, wenn ich dann vorgefahren bin, kurze Zeit später abgebremst hat, ich brauch übrigens gleich einen Abfahrer auf Feld 4, mit Raps. Jedenfalls habe ich dann etwas schärfer abgebremst, ne, und er dann natürlich auch, wollte dann neben mir stehen bleiben, bleibt dann auch stehen und dann war das so, guckst du rüber und siehst, wie er langsam umfällt. Ja gut, das ist dann aber auch ein bisschen blöde, weil eigentlich ist es ja relativ easy aus dem Blick. Ja, aber das war immer, eine Seite hat er ausgeklickt bekommen, die andere Seite nicht. Und der ist natürlich immer zu der Seite rübergefallen, wo er halt eben noch eingeklickt war. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es sauschwer mit Clickies zu fahren, wenn die zu weich eingestellt sind. Das machen die meisten, damit man ganz einfach rauskommt. Meine waren echt komplett auf härtester Stufe und am besten dann noch eine halbe Umdrehung ins Futter drehen, weißt du? Dann musstest du halt wirklich mit richtig Kraft, aber dann hörst du halt Klack und dann sind sie ausgerastet. Also,
Nicht ausgerastet, sondern ausgerastet. Auf jeden Fall, mein Vater ist damit einmal gefahren. Kam nicht raus, hat sich auf Fresse gelegt. Weil er halt so gewöhnt war, von wegen einmal am Fuß wackeln und schon ein bisschen raus. Aber das kann ich halt gar nicht haben, weißt du? Gerade wenn du im Wald unterwegs bist und, was weiß ich, fährst irgendwie so kleine Abfahrt, machst mal einen kleinen Sprung oder so, winkelst dabei ein bisschen den Fuß an und dann bist du raus aus dem Klicki. Das nervt mega. Könnte ich gar nicht. Ja, ich bin da sowieso, also vor allem wenn man sich halt eben dann mal doch lang legt, weißt du, dann denkst du auch nicht immer dran, dich auszuklicken oder sowas. Oh. Dann hängst du da die ganze Zeit am Fahrrad dran. Deswegen einfach normale Pedale. Wobei ich da auch schon mal ganz gern abrutsche, ist auch wieder nicht so geil. Ich muss mir, glaube ich, mal andere Pedale holen. Ja, halt so welche, die richtig wie Motorradpedale halt, also Motorrad, Fußrast nehmen so richtig, ja, verzahnt sind. Mhm. Ja, wobei ich kriege das ja auch schon mal ganz gern gegen Schienbein. Da ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, dass da nicht so viele Zähne dran sind. Boah, das hatte ich auch mal voll in die Wade, weißt du? Bei einem Kettner ohne Leerlauf. Ja. Und dann so richtig kantige, schöne, also welche, die richtig schön hinten reinschneiden. Da habe ich, glaube ich, sogar noch eine Narbe. Die ging richtig schön ordentlich rein ins Fleisch. Ich habe auch noch eine von Fahrradpedalen, habe ich auch noch eine an der Ferse. Da habe ich mir mal ein Pedal in die Ferse gehauen. Ja, und ich habe eine Doppelnarbe am Kinn, die sieht man nur nicht mehr, glaube ich. Also ich sehe es selber zumindest nicht mehr. Man kann die noch fühlen. Halt einmal in der ersten Klasse und einmal in der zweiten Klasse mit Fahrrad hingelegt in der Kurve. Sogar bei beiden Malen dieselbe Kurve. Das war halt hier quasi unsere Haus-Grand Prix-Strecke von der Nachbarschaft. In der ersten Klasse. Alles leer. Mit so einem kleinen Pucki-Fahrrad in rot-blau. Ja, wenn du dich halt, weißt du, ich hab halt da gerne mal quasi die Gangschaltung geschliffen. Wie jetzt? Ihr seid Pucki-Fahrrad gefahren? Keine Ahnung. Also ich bin ja lieber Bobby-Car gefahren. Drauf? Bobby-Car war geil. Bei mir ging es direkt um 26er los. 29er, ne? Ja, das war damals noch nicht so trendig. Mit 5. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Pucki-Fahrrad hatte. Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte damals das alte von meiner Schwester. Vorne noch sogar ich hatte ein Tiger-Enten-Fahrrad, schwarz, schwarz-gelb. Wo hast du den Raps denn jetzt auf einmal hergezaubert? Bei Dennis aus dem Bunker habe ich den gezaubert. Aus dem Bunker? Nee, aber ich hatte damals ich das alte Fahrrad von meiner Schwester. Die Fahrtlänge zaubert auch heute ganz schön was. Ja, ja, bevor die sich hier noch im Bunker verschanzt, ne, zieht man die mal lieber schnell raus, oder? Jo. Ja. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss.